Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Erik Merz und ich mache tatsächlich immer noch ein Computerspiel. Man mag es mir ja kaum glauben, ich glaube, ich habe jetzt hier seit sicherlich 2 Monaten kein Update mehr gepostet in irgendeiner Form. An dem Spiel selbst habe ich auf jeden Fall noch so bis Mitte September arbeiten können, aber jetzt auch wirklich seit einem Monat so gut wie gar nicht mehr. Warum habe ich seit einem knappen Monat nicht mehr an dem Spiel wirklich arbeiten können? Weil ich in ein ziemlich großes Renovierungsloch hier in der Wohnung gefallen bin. Ich wohne in der Zwei-Zimmer-Wohnung und habe jetzt beide Zimmer neu gestrichen, in einem Zimmer den Fußboden ausgetauscht, Möbel von einem Zimmer in das andere geräumt. Das hört man vielleicht auch in der Aufnahme. Ich meine, es halt ein bisschen mehr in dem Zimmer, weil ich auch meine bisschen an Audiodämmung, was ich habe und so weiter, noch nicht angebracht habe und auch nicht genau weiß, wie ich die hier anbringen soll, wie es am besten ist. Und ja, das ist alles sehr verwirrend noch, aber das Gute ist, dass die Renovierung jetzt fertig ist und dass ich jetzt nicht mehr wirklich viel im Weg habe, was mich davon abhalten kann, eben noch jetzt wieder Vollzeit und mit voller Konzentration mich in das Spiel zu stürzen. Und das ist auch jetzt sehr dringend nötig, denn ich habe vor, mit dem Spiel bis Januar fertig zu sein. Ich habe noch kein genaues Datum, wann ich das Spiel veröffentlichen möchte, aber geht mal so davon aus, so Mitte, Ende Januar sollte ein Release kommen, wenn ich denn alles so richtig hinkriege. Und das ist mein fester Wunsch, dass ich das hinkriege. Und in aller Regel schaffe ich solche Deadlines, aber man weiß ja nie bei Spieleentwicklung und so weiter. Aber ja, das ist mein Ziel und ich werde alles dran setzen, dass das was wird. Und dann schauen wir mal, ob das tatsächlich passiert. Aber das ist nicht der Hauptgrund für dieses Video. Der Hauptgrund für dieses Video ist, dass ich die glückliche Nachricht habe oder die glückliche Nachricht verbreiten kann, was auch immer, dass dieses Spiel, was ich mache, was den Namen Splinter Zone trägt, seit gestern durch Steam Greenlight durchgekommen ist oder durchgewunken wurde und dann auch, wenn es denn fertig ist, was wie gesagt hoffentlich im Januar sein wird, auch auf Steam rauskommen sollte. Was ziemlich cool ist. Natürlich kommt jetzt quasi ja alles auf Steam raus, weil es ja so um Gottes Willen furchtbar überflutet wird und sonst wie und so weiter. Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool, ein Spiel zu haben, was auf Steam rauskommt und ein Spiel zu haben, was zumindest rein theoretisch die Chance vielleicht hat, mir genügend Geld zu bringen, dass ich nicht mehr Hartz IV bekomme im nächsten Jahr. Die theoretische Chance muss man hier wirklich sagen und nicht eine tatsächliche, also da sind noch sehr viele Sachen dabei, die das sehr unwahrscheinlich machen, aber es ist was, was man tatsächlich mal versuchen kann und was mir auch nochmal einen richtig schönen Motivationsschub jetzt gibt, dafür zu sorgen, dass dieses Spiel so gut wird, wie ich es nun machen kann in dem Ganzen. Das will ich wirklich versuchen und einfach schauen, wie weit es geht. Und ja, die Nachricht gestern war sehr überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt in der nächsten Zeit durch Greenlight durchgewunken würde. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich gerade jetzt durch Greenlight durchgewunken würde. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das, zumindest wenn dein Spiel jetzt nicht eine riesige Anzahl an Stimmen in sehr kurzer Zeit bekommt und sehr jetzt in irgendeiner Form beeindruckend präsentiert wird, dass das eine ziemliche, ein Würfelwurf ist, ob du jetzt durch Greenlight durchkommst oder nicht. Und anscheinend habe ich dieses Mal Glück gehabt. Die Wochen vorher hatte ich anscheinend nicht Glück gehabt und jetzt war ich dann halt mal an der Reihe. Und es ist eine coole Sache und es freut mich ungemein. Es klingt vielleicht nicht so in der Stimme jetzt durch, wenn ich das so einspreche. Es ist der zigtausendste Versuch, dass ich das einspreche, aber als ich die E-Mail gestern bekommen habe, habe ich laut gejubelt alleine in meiner Wohnung und habe mich nicht darum geschert, dass ich laut alleine in meine Wohnung juble, weil ich mich ziemlich gefreut habe und danach für den Rest des Abends keinen Dunst hatte, wohin mit meiner Freude. Aber es war trotzdem cool und an der Stelle jetzt auch nochmal, und das habe ich glaube ich in den letzten Videos immer wieder gesagt, aber jetzt erstmal nochmal ganz direkt, weil es tatsächlich was gebracht hat oder einen tatsächlichen substanziellen Unterschied gemacht habe und nicht einfach nur jetzt psychologisch wohlige Gefühle erzeugt hat, sondern diesmal es wirklich auch eventuell sogar materiell mir enorm weiterhelfen kann. Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung bei der ganzen Kampagne. Vielen, vielen Dank an all die Leute, die abgestimmt haben. Vielen, vielen Dank an alle von euch, die eventuell den Link geteilt haben oder ähnliche Dinge gemacht haben. Das hat mir enorm weitergeholfen, denn anscheinend hat tatsächlich irgendwie jede Stimme gezählt. Und ich habe
vor allen Dingen so zwischen Juni und August permanent immer mal wieder versucht, diesen Link irgendwo hinzuschmeißen und vielleicht ein, zwei Stimmen irgendwo abzukratzen und so Stück für Stück so ein bisschen was zusammenzusammeln. Und jetzt hat's geklappt. Jetzt muss ich das erstmal nicht mehr. Bald darf ich dann wahrscheinlich für was anderes rumbetteln, nämlich dass Leute das Spiel kaufen können. Aber das ist ja eine viel coolere Sache, weil ich dann vielleicht Geld verdienen kann mit dem Zeug und was Richtiges aufbauen möchte. Und das ist so ein bisschen so mein Fernziel, was tatsächlich aufbauen zu können. Ich habe bestimmte Ideen, die ich gern machen will. Ich habe auch schon Ideen für die nächsten Projekte, wenn dieses Spiel fertig ist. Was ich permanent mich dazu zwingen muss, wieder in das in den Hinterkopf zu schieben, weil das bringt niemandem was und sonst irgendwas. Aber ich möchte es richtig machen und ich habe jetzt eine Chance, das richtig zu machen. Und diese Chance würde ich nicht bekommen, wenn ich nicht eben die Unterstützung von euch bekommen hätte und von den ganzen anderen Leuten, die den Link geteilt haben und sonst irgendwas gemacht haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das sehe ich tatsächlich auch so, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das ist, ich bin immer jemand, der Sachen versucht, möglichst alleine zu machen. Aber es ist nun mal Fakt, dass ein Spiel zu machen und das zu veröffentlichen und dafür zu sorgen, dass Leute es mögen und kaufen, das ist nicht etwas, was man komplett alleine hinkriegen kann. Ich bin auf den Wohlwollen und das Interesse anderer Leute angewiesen und auf die Unterstützung anderer Leute angewiesen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil es gibt zigtausend andere Leute wie mich, die genau das Gleiche versuchen. Und vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Und ich werde alles daran setzen, dass das Vertrauen, was Leute in mich gesetzt haben, nicht in irgendeiner Form verschleudert ist, sondern dass tatsächlich was Interessantes zumindest rauskommt bei dem Ding, was ich mache. Ich kann nicht sagen, dass es sensationell werden wird, weil es wahrscheinlich nicht wird, dafür bin ich zu unerfahren, aber ich will dafür sorgen, dass das Ding, was ich mache, Leuten eine interessante Zeit bietet und ein Erlebnis bietet, was sie vielleicht in dieser Form nicht so oft haben. Und das ist eigentlich so mein Hauptziel in dem Ganzen. Und ich denke, bei dem, was ich so im Kopf habe, was ich gerne machen würde, da kriege ich das ganz gut hin. Und das wird man aber dann auch am Ende sehen. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es wäre ohne diese ganze Sache, wäre das nicht möglich gewesen. Ich würde immer noch, wie im letzten Jahr, merkwürdig verzweifelt durch die Gegend rühren, ohne genau zu wissen, was ich eigentlich machen soll. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Chance, mir was aufzubauen. Und ich will diese Chance nutzen. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht, das tatsächlich auch zu machen. So. Ich weiß nicht genau, wann das nächste Update in irgendeiner Form kommen soll oder kommen wird, weil ich grundsätzlich so ein bisschen versuchen will, erstmal so für die nächste Zeit für mich selbst die Dinge, also erstmal wieder in die Gänge zu kommen mit dem ganzen Zeug und halt auch die nächsten Schritte erstmal so im Stillen zu entwickeln, aber rechnet mal so damit, dass so zum Ende des Jahres hin, so ab Ende November, Dezember wahrscheinlich hier wieder ein bisschen mehr kommen sollte und ich ein bisschen mehr wieder zeigen werde, aber ich will jetzt erstmal in den nächsten Wochen mich ein bisschen eingraben und das Ding wieder richtig ins Rollen bringen und ein paar größere Dinge auch noch einbauen. Ich habe jetzt eigentlich direkt vor, also der nächste große Schritt ist quasi, alle Bosskämpfe, die im Spiel noch fehlen, zu machen. Die habe ich zu größten Teilen eigentlich schon auskonzipiert, aber die existieren noch nicht wirklich und das wird noch ein ganz schöner Brocken. Aber ja, das ist jetzt so im Moment der nächste Schritt, der dran kommt und das wird hart und das dauert und da möchte ich erst alles so irgendwie beisammen haben, bevor ich wieder ein bisschen mehr zeige. Aber geht mal davon aus, dass auf jeden Fall ich dieses Ding bis zu Ende zeigen werde. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn das Ganze zu Ende ist, auch nochmal so ein längeres Ding mache, wo ich ein bisschen auch jetzt strukturierter über jetzt meine Erfahrungen und Erlebnisse spreche, die ich so jetzt in dem ganzen Zeug gesammelt habe. Das ist jetzt hier alles sehr inkohärent, aber ich habe so ein paar einfach Beobachtungen gemacht jetzt im letzten Jahr, die ich so nicht hatte, als ich noch nicht Spiele gemacht habe und das noch nicht so aus erster Hand alles erlebt habe. Und da sind vielleicht so ein paar Dinge dabei, über die man einfach mal sprechen könnte oder die man mal betrachten könnte, die vielleicht auch mal einfach ganz interessant für Leute sind, die das eben nicht machen. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich den Kanal hier noch ein bisschen benutzen kann. Dann natürlich auch. Und ich hoffe, das interessiert Leute hier. Und wenn nicht, naja, kann man den Leuten auch nicht verübeln, denke ich. Aber ja, kommen wir an der Stelle mal zum Ende. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für die Stimmen. Vielen Dank fürs Link teilen und alles Weitere.
Und wie immer, bis zum nächsten Mal dann, wann auch immer das sein wird. Es wird auf jeden Fall kommen. Und das Spiel wird irgendwann im Januar hoffentlich fertig sein. Und dann geht's weiter. Aber das ist irgendwas, was noch so weit weg ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es bis dahin schaffen soll, aber es wird auf jeden Fall klappen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.